Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von GTA 5 Online am heutigen Tag zusammen mit Zombie. Yo! Und Maudano. Moin. Moin. Wie immer zur Info, Mengel ist nicht da, wundert euch nicht, wir mögen ihn nicht mehr, weil er klaut kleinen Kindern Kekse. Das macht er? Ja, er klaut kleinen ich Kindern Kekse. Ich ja, er ist ein richtig schlimmer Finger. Warte, lass mich kurz rein. Einmal müssen wir zur Heiststation. Wir machen nämlich heute weiter mit den Los Santos Tunas Heists. Nachdem ich mir in der letzten Folge einen neuen Porsche gekauft habe, komplett in Chrom, meine Damen und Herren. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oh, Alter. Oh, Hilfe. Nicer Stunt. Oh, danke. Du wusstest. Das ist einfach so mega random, wie Maudado plötzlich in so einem Flugzeug an uns vorbeifliegt. Also wirklich komplett random. Hallo. Hallo Maudado. Woher hast du das? Ich bin vielleicht letzte Folge am Ende ganz im Norden gelandet. Wie das? Ich habe gedacht, er wäre mein Zeppelin gespawnt. Aber ist er nicht. Machst du nichts. Ja, da sind wir schon. Ja, sehr gut. Aussteigen in 3, 2, 1, 1. Okay, raus. Au. Ich hab's überlebt. Ich bin da auserwählt. So, dann schauen wir doch mal, was jetzt hier abgeht. Ah, ich freue mich schon, wenn die beiden mich wieder zulabern. Ja, wir hören ja schon auf zu reden. Na, Maudano, nicht der hasst ihr. Uns, hast du Nein, gehört. Die ja. Komischen anderen beiden. Oh, ist das? Ah, wir haben jetzt noch den Lost-Auftrag. Dann lass uns jetzt gegen die Motorradfahrer vorgehen. Jawohl. Okay, der Lost-Auftrag. Finde alle Labore. Das ist ein Synonym für Schokolade. Schokolade? Oh, hallo Maudado. Kannst du da einsteigen oder ist ein Einsitzer? Ich habe das Gefühl, dass das ein Einsitzer ist. Aber ich werde das aufbewahren für dich. Pass gut drauf an. Ja, das mache ich. Ich habe es markiert. Ja, ja, ja. Oh, die Kurve kriegt er, die Kurve kriegt er. Ich mache das easy. Ich starte hier. Schieb dich an. Ja, schieb mich an. Oh, das war gut. Als ob, danke. Ich hatte kurzzeitig Angst zu exploden, aber... Ja, ich auch. Ich rauche auch leicht, aber das kann auch sein, dass Maudado das vorher schon... Den habe ich einmal frei abgeliefert. Da bin ich mir nicht sicher, Maudado. Du hast kein Protokoll geschrieben, du kannst mir hier nichts. Protokoll? Du kannst mir hier gar nichts. Kannst du mir mit deinem Leihwagen, genau. Maudado kennt sich aus mit den Leihwagen-Tricks. Hat jemand von euch schon mal ein Auto geliehen? Also von so Sixt oder Herz? Meine Mutter hat mal ein Auto geliehen, aber ich nicht. Okay. Same. In Griechenland, als wir da waren, haben wir dann ein Auto geliehen. Oh. Und ich, Carsharing, habe ich ein bisschen noch in Karlsruhe gemacht. Okay. Was hattet ihr in Griechenland für ein Auto? Ich das wissen. Ach so. Ja, stimmt. Ja, okay. Ich wüsste auch nicht mehr. Ja, okay. Ich hatte mir mal ein BMW geliehen. War sehr gut. Sehr gut. Kann ich nur empfehlen. War sehr, sehr toll. Okay, so. Ich bin jetzt schon da. Ich versuche kurz zu landen. Ja, wir fahren in der Zeit hin. Ja, ja, alles kein Problem. Ich lande den hier, den Vogel. Boah, das ist gut. Stopp. Hier ist ein Nachtclub als ob. Jetzt gucken wir, oder? Kurz einmal drehen. Ich weiß. Ja, nicht so einfach. Ja, ne? Ja, einmal. So, warte mal. Ich werde den hier schon mal parken, damit ich gleich hier wieder auch starten kann. So, dann einmal aussteigen. Zack. Nicht. Oh. Manu wäre so reingefahren. Ja, auf jeden Fall. Und er hätte noch mal drauf gespuckt. Super Stunt. Nice! Okay, warte, bis der Lost MC das Lied verlassen hat. Okay, wir gucken die einfach an. Ja, wir warten hier. Ich drücke nicht die Raketentaste. Ne. Ich ziehe zwar genau auf ein und könnte jetzt drücken, aber ich mach nicht. Nee, mach mal nicht. Ich ziele auch mit meinem Scharfschützengewehr, aber ich mach nichts. Siehst du, ob die sich irgendwie unterhalten oder so? Ich werde mit dem Ziel vorsichtig. Wir müssen näher dran. Ach so. Also es stand gerade oben links, dass wir näher ran müssen. Die steigen ein, die gehen in die Auto. Ah ja, ich seh's. Interessant. Und dann überfallen wir die, sobald die weg sind, oder wie? Ich weiß nicht, was sie machen. Also was wir machen. Verfolgen den Hafenarbeiter. Bis ihr unten. Ach, den Typ, der da steht. Ah. Ja, genau. Komm hier zur Seite, Maudado. Warum kann ich hier nicht einsteigen? Na toll. Achso, du wolltest einen Gabelstapler. Wie du einfach immer noch im Auto bist. Hey, ich wollte da in den Gabelstapler rein. Nee, ich muss bereit sein für Action. Wenn es okay. Gleich da steht, töte ihn und spiegelt halt instant eine Rakete bei mir raus. Das finde ich gut. Was? Maudado! Warum hast du denn geschossen? Ich hab... Was ist denn dein Problem? Alles gut. Ich hab die... Mach ein Foto vom Transportverteilen. Sag mal, wenn mal drüber. Ich hab einen lockeren Finger gehabt, das tut mir leid. Ja, du bist ein Kranker, ganze bist du. Mission gefährdet hier, Maudado. Ich hab auf den Boden geschossen. Einen absolut Geisteskranken haben wir hier im Team. So eine Schleichmission, Maudado verkackt's dann einfach. In der Galerie speichern. Nee, warte, bis musst du drücken. Ah, nee, alles gut. Ja, nein, Maudado hat. Da, hallo? Oh ja, ich komm bei dir rein. Bring dich zu deinem Flugzeug. Okay, vielen Dank. Stimmt, da war ja was. Okay, stiehl eine Zugmaschine.
Hä? Finde und stiehle eine Zugmaschine. Ach so, von einem LKW oder was? Ja. Welche? Die wird doch nicht. Ja, die wird ja irgendwo hier rumstehen. Weil, aber das ist ja, wir brauchen ja nur vorne dieses LKW-Ding. Ja, oder halt einen ganzen, wo wir es dann los müssen. Ja, das wäre auch möglich. Ich fahr mal los. Ich weiß nicht, ob das nur eine Zugmaschine ist. Aber stimmt, Zugmaschine ist ja ein Ding ohne das Ganze. Ja, aber du kannst abkoppeln, wenn es ein abkoppelbares ist. Ja, das ist ja immer das die Frage. Da. Hast du einen? Ja, yes. Wir haben einen. Ah, sehr gut, ich komm zu euch. Auto. So, vorsichtig, Jungs. Ich komme jetzt hier auch runter. Das Palle. Oh, eine butterweiche Landung. So, wo ist das Ding denn? Da vorne, hier. Ach, in die Richtung. Ja, sehr gut. Ja, dann steig mal direkt ein, Maudado. Ich hab Probleme mit den Cops. Ja, okay, ich steig trotzdem ein. Ja, das ist kein Problem. Oh. Was denn? Er ist gestorben. Ja, warte, ich mach das. Ah, dass man hier immer alles alleine machen muss. So schwer, das Personal zu finden. So, ja, suchen Sie die beiden Verbrecher, die sind hier hinter mir. Ja, Schwerverbrecher. So, stell die Zugmaschine auf den Harmony. Ja, mach ich. Oh ja, die geht gut ab vom Tempo her. Krass. Ah ja, booste mich, Zombie, booste mich. Oh, bist sehr gut. Schnell bist du. Ja. Oh, ich muss hier. Oh, Kurvenlage ist. Oh Gott, nein. Alles gut. Alles gerettet. Alles easy, war klar. Kleiner Test. Wo bist du, Zombie? Ach da. Schneller, Zombie, schneller. Hui. So ein paar Mal rein. Ich bin Flugzeug. Oh, Maudado, yay. Oh, ich hab's überlebt, also. Nicht schlecht. Hä, wo ist, ich sehe die Markierung. Achso, jetzt ist hier, schüttel die Cops ab. Weiß noch jemand, wo es längs gehen? Der gelbe Punkt eigentlich. Ja, den sehe ich nicht mehr, weil ich plötzlich 3 Sterne habe, aus welchem Grund auch immer. Siehst du mich? Ich sehe dich, ja. Ja, hier hin. Okay. Und, hey, warum habe ich 3 Sterne? Ich habe nichts gemacht. Ja, hier ist Abkürzung glücklicherweise. Geheime Offroad-Route hier, ja. Ja, das ist da, um die Polizei loszuwerden. Zack. Oh, was ein Sprung. Dann war dieser Busch auf einmal aus Stahl. War nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich hier rüberkomme. Ah, doch. Da ganz hinten, Maudado? Ja, wenn du meinen Punkt siehst, einfach in die Richtung. Okay, ja, das ist kein Problem. Geheime Tunnel. Ja, ja. Gefällt die Route. Ich hab kein blasses Schimmer, wo wir sind. Junge, dass man die Rohre überhaupt wegrammen kann. Ja, klar. Was soll das denn? War hier noch nie. Ja, guck, und zack bin ich die Cops los. Und echt? Auf der richtigen Bude. Nee. Oh. Ah, das war schlecht. Ich habe mich festgefahren. Komplett fest, dann ramm ich mich frei. Ja, ramm mich bitte frei. Okay, warte. Ich kann so ein bisschen nach vor, aber ich. Ah, super. Warte. Ah ja, super. Geiles Ding, danke, Zombie. Das. Nein! Ihr Polizist! Ihr habt mich angefahren! Ach komm! Hier, bleib bei mir. Das kann ich nicht wahr sein. Der fährt mich an und ich krieg dafür Ärger. Das ist in der Nähe von diesem Flughafen im Norden, falls ihr es wisst. So weit? Mhm. Oh. Ist halt geil, mit dem LKW dahin zu fahren. Ja, ich meine, ich kann ja hier auf dem Highway bleiben. Der führt da ja easy hin. Jo, okay, sie haben einen Reifen. Ja, alles klar, sie haben Reifen zerstört. Ah, come on. Ah, hallo, Herr Polizist. Sehr gut. Wahrscheinlich hätte man es einfach so machen sollen, sich da einen LKW suchen. Ein Zielort? Ja, irgendwo, also ist ja an sich an so einem Highway, ist ja immer eine, aber egal. Freedom Squad schafft es schon. Ja, Freedom Squad, warum ist, es ist einfach, Mann, mein Auto. Du musst dir mal, wenn du die Chance hast, guck dir mal mein Auto von vorne an. Der eine Reifen ist kaputt und der andere Reifen hängt einfach quer. Aber ja, ich bekomme wieder ganz gut Tempo jetzt. Finde ich gut, danke. Ja, okay. Ja, nicht zu schnell, dass es sich nicht schleudert. Ah, die haben da Stacheldraht auf die Straße gelegt, deswegen waren deine Reifen kaputt, ja. Ja, jetzt ist. Oh Gott. Oh Gott. Man braucht schon Reifen. Ist da nochmal? Ja, alles klar. Ja, scheiß drauf. Ich schieb dich ins Ziel, wenn es sein muss. Ich schieb mich nach ganz vorne, Zombie. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die anderen Reifen, die sind unkaputtbar. Schaffst du uns der Nächste, wer der sagt. Du bist halt so schnell verloren. Geronimo! Warte und zack. Ja. Ich dreh auch noch gerade ein bisschen. Okay. So, da vorne ist Maudado. Okay. Aber das ist praktisch, weil hier können wir die Cops abschütteln. Oh, da kommt einer von rechts. Ja, sehr gut ausgewichen, Palermo. Der gedodged, ja. Ja, den anderen, den dodge ich auch. Okay, sehr geil. Voll gefailed. Aber ich bin zumindest schon mal so gut wie beim Flugfeld. Oh, Halleluja. Also die Leute werden sich auf jeden Fall freuen über die Zugmaschine, die sie hier bekommen. Es ist noch ein 1A-Ding. Nein! Wir haben ja auch echt viele Container rumstehen, die brauchen die ganz dringend.
Naja, also klar, das ist aber auch ein Eins mit Sternchen, das Ding. Leichte Rostschäden, auch leichte Roststellen, aber ansonsten wirklich nice. Okay, Paluten. Und jetzt stell dir einfach vor, du siehst dieses Ziel und wir sind in der Online-Lobby. Und du wirst direkt davor mit dem Raketenwerfer abgeschossen. Von Mann? Nicht unwahrscheinlich. Ich muss sagen, ich sehe im... Achso, doch, jetzt sehe ich das Ziel, okay. Ja, warte, aber da kann ich abkürzen. Nee, ich mache jetzt nichts mehr. Ich fahre jetzt einfach hier auf der Straße, weil der Wagen fährt sich so schrecklich. Lord Zombie hat eine Zugmaschine. Zombie, wenn du jetzt die Mission abschließt, Junge. Nein, ich bin viel zu weit weg, keine Sorge. Das wäre so nice. Lord Zombie gibt die Zugmaschine ab. Keine Sorge, wir lackieren den Truck um. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr machen als lackieren. Ja, also, so, sehr gut. Einmal abgegeben. Oh ja. Ist gut, oder? Moderne Kunst, könnte man fast sagen. Also, finde ich auch. Ja, nice. Dankeschön. Danke, GDA. Hey, Palle, ich habe dein neues Lieblingsauto als Belohnung. Hey, nice. Bitteschön. Nicht die Reifen, nein. Hey, jetzt ist es dein Lieblingsfahrzeug. Ich weiß, Alter, ich werde dir die ganze Zeit angerufen. So, jetzt sind alle kaputt. Nice. Jetzt macht's wieder Spaß. Jetzt ist wieder gut. Jetzt fahre ich den ganzen Nacht. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von GTA 5 Online. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Zombie Mortano vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.